Hallo lieben Trailsüchtigen, in diesem Video verrate ich euch ein paar Tipps und Tricks zum Thema, welche Rolle die Führhand beim Trailen spielt, also die Hand, die an der Leine weiter vorne ist Richtung Hund. Und da ist es so, dass sich über die Zeit oft so Kleinigkeiten einschleichen beim Hundeführer, die mir vielleicht gar nicht so bewusst sind. Also zum Beispiel spielt die Höhe der Führhand, wo ihr die haltet, eine Riesenrolle darauf, wie flüssig der Hund nach vorne arbeiten kann. Dann probiert es einfach mal im Training aus und schaut, wie euer Hund reagiert und was sich für euch vielleicht auch besser anfühlt. Für die Trail-Einsteiger ist es wichtig, dass ihr euch überlegt, mit welchem Griff ihr trailen wollt. Am bewährtesten hat sich dieser, ähnlich wie man die Zügel hält beim Reiten, weil ich damit auch Hunde arbeiten kann, die stärker ziehen. Da habe ich mehr Kraft und kann, wenn die stärker ziehen, zum Beispiel die Hand einfach so aufstellen und habe dadurch gleich einen guten Kontakt. Möchte ich Leine wieder rausgeben, kippe ich die Führhand einfach nach vorne ab und kann so Leine rausgeben. Mit diesem Griff, die offene Führhand, habe ich deutlich weniger Kraft. Das eignet sich eher für Hunde, die nicht so stark ziehen oder kleinere Hunde. Aber auch bei kleinen Hunden, probiert es mal aus. Dieser Griff ist wirklich vom Handling und von der Umsetzung am allerpraktischsten, weil ich eben die Möglichkeit habe, die Hand auch aufzustellen. Die Höhe der Führhand spielt eine Riesenrolle. Da sehen wir es immer öfter in den Trainings, dass die Führhand tatsächlich zu weit unten gehalten wird. Das heißt, die Hand ist irgendwo hier auf der Höhe vom Bauchnabel. Das ist deutlich zu niedrig. Das blockiert den Hund beim Vorwärtsarbeiten. Kommt dann öfter vor, dass die Hunde zum Beispiel schnüffeln oder an der Kreuzung hängen, nicht nach vorne gehen. Probiert aus im Training, dass ihr die Führhand auf Solarplexushöhe, also zwischen Bauchnabel und Solarplexus, so hier Brustbereich dazwischen, hier ungefähr die Höhe der Führhand mal nehmt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du nicht versuchst, über die Führhand deinen Hund zu steuern oder zu kontrollieren. Da passieren dann manchmal so eine Rührbewegungen, womit der Hund versucht wird, irgendwie im Fluss gehalten zu werden oder beim Nachfassen irgendwas auszuweichen. Das ist so, dass es den Hund total durcheinander bringen kann. Schau, dass die Führhand immer relativ gerade vor dir bleibt. Das heißt nicht, dass du hier starr sein musst. Du darfst hier schon locker nach vorne gehen. Aber vermeide möglichst diese rührenden Seitwärtsbewegungen. Was den Hund auch oft rausbringt, ist, gerade wenn die stärker ziehen, dass wir anfangen, mit der Führhand vorne zu ziehen. Also gerade auch beim Nachfassen ziehen. Und dadurch der Hund sich festmacht und noch härter wird. Also gerade die Hunde, die stark nach vorne gehen, die fangen dann oft an, von der ganzen Körperspannung extrem hart zu werden. Das heißt, schau, dass du hier nach vorne gehst, einlockst quasi und dann hinten nachfest. Hinter die Führhand, das ist ganz wichtig, greif immer hinter die Führhand, nicht vor die Führhand, also nicht irgendwie sowas hier machen, da verlierst du sofort den Kontakt zum Hund, sondern greif beim Nachfassen hinter die Führhand. Was du auch mal schauen kannst, ist dein Abstand von der Führhand zu deinem Körper. Manchmal ist es so, dass die Hand zu nah am Körper gehalten wird, gerade bei der Kreuzungsarbeit, und dann meine Energie nicht gut nach vorne fließen kann. Also zum Beispiel so. Das mache ich nur in bestimmten Situationen, wenn der Hund zum Beispiel stark nach vorne zieht und ich habe so eine längere Gerade und kann es mir mal leisten, hier so ein bisschen ja, ihn festzuhalten oder hier so zu stabilisieren an meinem Körper.
Aber immer dann, wenn ihr Kreuzungsarbeit oder sowas habt, wo ihr auch Leine geben müsst und so, schaut, dass die Hand nicht zu nah bei euch dran ist. Das ist alles zu eng. Da kann keine Energie fließen, wenn ihr so eng am Körper trailt. Die Ellbogen sollten leicht anliegen, auf jeden Fall. Das ist besser, wie wenn die irgendwie so irgendwie sind, weil das alles den Oberkörper destabilisiert. Das ist schon gut, wenn ihr gerade bleibt oben. Und da hilft es eben, die Ellbogen leicht anzulegen. Schultern gerade, aber nicht hochziehen, alles locker lassen. Und vom Abstand her ist das ungefähr ein guter Abstand. Ich würde mal sagen, das ist irgendwas zwischen 20 und 30 cm vom Körper. Und auf dieser Höhe kann die Energie super gut zum Hund nach vorne fließen. Wenn ihr so eng dran seid, haltet ihr automatisch auch die Luft an und alles ist angespannt. Achtet mal da drauf und probiert es im Training aus, welche Körperhaltung für euch am besten, gerade aufgerichtet, Höhe ungefähr hier. Da könnt ihr am besten auch die Energie und die Atmung nach vorne fließen lassen. So, ich hoffe, ich konnte dir ein paar gute Tipps verraten. Probiert es im Training aus. Schau, was dein Hund dir zeigt. In der Regel ist es so, dass wir sofort merken, was denen gut gefällt. Dass er frei und flüssig schön gut nach vorne arbeiten kann. Dass du dich gut und wohl fühlst. Achte auf deine Körpersprache. Die ist das A und O beim Trailen. Und somit hast du eben einen maßgeblichen Einfluss auf euren gemeinsamen Erfolg. Wenn dir die Videos gefallen und du mehr davon sehen möchtest, dann gib uns ein Like und abonniere den Kanal. Bis dann, ciao!